Neben mir steht Simon Dückert, Geschäftsführer einer innovativen Wissensmanagementberatung zum Thema lernende Organisation. Wir haben uns gerade unterhalten, ihr habt gerade ein sehr spannendes Bench-Learning-Projekt am Laufen. Worum geht es dabei? Da geht es darum, dass Unternehmen voneinander lernen, wie man Community-Management in Organisationen etablieren kann. Man kennt ja das Thema Community-Management so aus dem Internet. Spiele-Communities, Gaming-Communities, Schmink-Communities, das ist alles lange bekannt. Das macht aber auch Sinn als Instrument des Wissenstransfers in der Organisation. Und wir haben da eben Firmen eingeladen, sich untereinander auszutauschen, um in dem Thema, was sehr neu ist, was noch wenig erforscht ist, eben voneinander zu lernen und damit die Lernkurve schneller zu durchschreiten. Nun hat Community Management ja ganz viel mit Lernen zu tun. Und wir haben demnächst das Corporate Learning Camp. Wäre das ein interessantes Session-Thema? Könntest du uns da so ein bisschen was von berichten aus dem Bench Learning Projekt? Auf jeden Fall, ja. Also die Firmen, die da dabei sind, die auf der einen Seite haben wir gesagt, das, was gesprochen wird im Projekt, soll natürlich vertraulich bleiben. Das sind alles Firmen, die sich gegenseitig keine Konkurrenz machen. Also da ist Volkswagen dabei, da ist Telekom dabei, Siemens, Henkel ist dabei, Deutsche Post ist dabei zum Beispiel. Aber es wird wie auch in den vergangenen Bench Learning-Projekten einen öffentlichen Abschlussbericht geben, den wir auch auf der NoTech vorstellen werden. Und wir machen jetzt Anfang August einen Hackathon, ein Hackathon-internes Community Management, wo das Ziel ist, ein White-Label-Playbook für Community-Manager zu erstellen, also so ein kleiner Leitfaden, den man Community-Managern an die Hand geben kann, wo das Wichtigste drinsteht. Und daraus wird natürlich auch einiges veröffentlicht werden. Also ich denke, das könnte für Teilnehmer interessant sein. Auf der einen Seite die Erfahrungen mal, wie man so ein Bench-Learning-Projekt aufzieht, vielleicht zu hören aus erster Hand und dann eben auch an den Inhalten zu partizipieren. Also, dann freue ich mich, wenn du zum Corporate Learning Camp kommst und alle, die mehr darüber wissen wollen, am 9. und 10. Oktober in Frankfurt findet das Corporate Learning Camp statt. Dankeschön für das Interview. Danke.